Hey Leute, willkommen zurück zu Perception. Also der Chat, ich rede ja mit dem Chat nach jedem Part, ist auch immer ein bisschen verwirrter mit der Zeit, so wie ich. Also man weiß nicht genau, was hier los ist. Erst haben wir so ein bisschen die Geschichte von Felicia mitgehört. Warte mal, wie hieß das erste Kapitel? Das war das Seil und das zweite war der Code? Nein, das Seil war ja das Ende von Felicia. Sie hat sich ja erhängt. Was flüstert da bitte? Und ja, offensichtlich, Betty ist auch an sowas gestorben hier. Also, die haben sich beide, ich schätze, einfach mal umgebracht. Oh. Sind Zigaretten? Oder nee, sind Streichhölzer. Hoppala. Die App ist voll praktisch. Ich meine. Chantal. Chantal. Ach, das Passwort. Chantal. Französisch. Rote Pass. Aha, the wasps. Boy, I'd love to slip into the cockpit of a Twin Beach. Thank you for your interest in the Women Air Force Service Pilots. Unfortunately, all our wasps must have their pilots' licenses issued before the start of the war. Well, that's just foolish. I'm a fast learner and... Oh, well, no use crying over spilt milk. Once more unto the breach. Also Betty ist sehr ehrgeizig. Ich meine, die hat es in die Fliegerstaffel der Frauen beinahe geschafft. Aber das ist schon ein bisschen... Weißt du, sie wollte halt ihren Teil beitragen. Sie war besser als die meisten Kerle. Und das hat sie auch bewiesen. Aber trotzdem wurden ihr dann solche Sachen in den Weg gelegt. Finde ich ein bisschen lame. Aber das war ja noch vor Zeiten der Emanzipation. Der Gleichberechtigung der Frau. Ich bin kein Feminist, aber ich finde Gleichberechtigung ist eine gute Sache. Ich finde weder Männer noch Frauen besser. Beide können alles, so sehe ich das. Lasst mich ruhig, mir nur egal. Nee, also sie hat ja gezeigt, was sie drauf hat. Und deswegen kann ich es verstehen, dass sie so ein bisschen gefrustet ist. Und sie hat es immerhin, ja, sie hat es recht sportlich genommen. Ich finde aber auch, dass das Kapitel jetzt gar nicht gruselig ist bisher. Es ist mehr so ein bisschen... Kopierschutzrecht, hier. Unter der die geschützte Musik wollen wir nicht, nein. Nein, 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 wollen wir alles nicht. Die Stimme, ne? Ich wollte es mal anlocken, ich will das mal sehen. Wie siehst du denn aus? Zeig dich mal. Hübscher. Hübsches Ding. Aus wie der Tod. Oh nein, ich glaube, das war doch ein bisschen zu viel Kracher. Vielleicht war es zu viel Krach. Ruhig, ruhig, Cassie, ruhig. Das war wohl zu viel Krach, verdammt. Das ist jetzt wirklich nur so Veranschaulichung, wie das Ding aussieht, okay? Wieder hier? Stell mal vor, das Ding hat Permadeath. Fertig, tot. Aber ich habe den Code. Sag mal, was ist das? So, der Hausgeist. Caspar, der strangulierende Geist. Chantal.
Chantalle. Wird auch in Köln-Kalk gut funktionieren, oder? Vorweiler. Okay. Der Szenenwechsel ist immer so toll. Obwohl es halt von der Architektur überhaupt keinen Sinn macht. Ich find's einfach klasse. Vorhang. Ah. Ich habe das ausgemacht. Die Tür hier öffnen, aber... Was? Hier, das ist gerade aufgegangen. I understand the stresses a war puts on a man, Gene, so don't get all bent out of shape. Take whatever comfort you need. I'm sorry I haven't found the gun yet, but I'll get it to you no matter what. I'm coming. Just you wait. Warum immer wieder diese Knarre und was hat sie hier? Kennt ihr noch Inglourious Basterds? Till Schweiger? Was der für eine Rolle hatte, der hat ja die ganzen Nazi-Offiziere umgebracht. War sie vielleicht auch so eine? Ein bisschen Mata Hari, ich weiß auch nicht. Hat sich da hinter die feindlichen Linien, hat so ein bisschen die Soldaten bezirzt und dann alle abgestochen. So eine Spionin einfach. Oh, jetzt sind wir wieder im richtigen Haus. Also. Nein. Oh nein, ja, jetzt geht's das. Jetzt kommt das Ding wieder. Wir sind wieder im originalen Haus, glaube ich, so langsam, oder? Weiß es nicht. Hatten wir ja auch schon mal. Now, Mother, stowaway is such a harsh word. I know. Father always said if the... I know. Father always said that the cargo holds are never policed. I... Yes. All right, I promise. No, you do not need to come here. No, you do not need to come here. It's just... Ever since I found Father's gun, I... So she found the gun. Hat sie? Why the hell am I still here? Verstehe ich auch nicht. Warum bist du überhaupt hier? Nur mal so. Ach ja, jetzt guck mal, das ist wieder der Zwischengang zwischen den Häusern. Jetzt sind wir wieder in der... Oder? Oder nicht? Nein, die Türen sind auf jeden Fall noch... Oh. Der ist im Stacheldraht hängen geblieben, aber das sieht nicht aus wie ein Mensch. Bitte nicht grapschen, ja? Gott, was ist hier los? Das vermischt sich gerade alles. Oh! Ach nein, das ist... Jetzt wird's wieder gruselig. Matsch, matsch. Kann ja halt auch überall weitergehen, das ist das Problem gerade. Was? Bin ich bescheuert? Hä? Der Stacheldraht ist weg. Oh, jetzt ist er hier. Da. Ah. Am Arsch ist die Ente fett. Women's Army Auxiliary Corps, you're my last hope. While we are always eager for more Women's Army Auxiliary Corps, we are unable to offer you... Malarkey! Well,
see what I can do at home. At the very, very least. Ja. Zu Hause sein, Hausfrau, Mutter. Oh, come on now. What a shame. What a stupid shame. Ja. Irgendwie schon. Ich meine, sie hat so Gas gegeben und dann wird sie einfach nur abgestempelt in das Frauenbild, was halt wahrscheinlich viele Männer damals haben wollten, weil sie sich bedroht gefühlt haben. Ich weiß ja auch nicht. Ich sag nur, die Kerle, die jetzt sagen vielleicht, oh, das ist ja auch richtig so. Stell ich mal vor, damals wäre es genau andersrum gewesen. Dass ihr als Männer total untergebuttert worden wärt. Findet keiner cool. Also ich sag mal, das hat ja nichts mit Geschlecht zu tun. Kein Mensch möchte... möchte halt seine Taten ungeachtet lassen, außer man ist halt komplett, ja, weiß nicht, so ein Samariter, so eine Mutter Teresa, die wollte ja auch nie, aber ihr wisst schon. Jeder möchte so ein bisschen für seine Taten Anerkennung haben. Really love these dusty old tomes, don't you? We never read many books, just listen to father's war stories. Made me want to go out on an adventure of my own. Are they enough, Jean? Your books, do they make you feel alive? Mal die ganze Zeit Sachen passieren. Okay. Muss ich jetzt langsam mal hoch, ja? Rechts aber nicht hoch. Aber immerhin habe ich hier ein bisschen Schall. Ich meine, das Wasser, das wirft den Schall so blöd zurück. War das die ganze Zeit die Absicht, dass sie zu ihrem Mann nach Übersee kann, in den Krieg? Dass er nicht von ihm getrennt ist? Ich meine, das hier ist ja alles nur symbolisch, die ganzen Sandsäcke. Das ist ja wie als... Für sie war das schon Krieg, oder? Dear Betty, thank you for your enthusiasm about organizing a neighborhood watch. I'm afraid your location puts you at a disadvantage, and you're all alone up there. I'm sure a nice girl like you could certainly help out at the women's club bake sales downtown. What the fuck? No, I won't. I won't be deterred. Perhaps I could appeal again to Roger. He might listen to reason. Das sind dumme Arschgeigen, oder? Die haben ihr überhaupt keine Chance gegeben. Die wollten sie nicht mal irgendwas machen lassen. Wo sie sich beweisen kann, wo sie was tun kann für die Gemeinde oder halt generell für ihr Land. Und ja, Kuchen backen, dummes Weib. Komm, da ist die Kette, lass dich mal ein Herd schließen, dann ist gut. Oh Gott, das Kind. Das hat ein die Puppe hat ein Geweih. Das ist widerlich. Also ich finde, ich sag ja, stell ich mal vor, ihr als Kerl werdet in der Situation. Ihr wollt irgendwas unbedingt, aber ihr werdet so zurückgehalten. Weil ihr halt einfach nur ein Kerl seid in dem Moment und nicht eine Frau, die jetzt die Möglichkeiten bekommt oder beziehungsweise der das geboten wird, was ihr da euch erarbeitet. Gibt es einen guten Film mit, wie heißt der nochmal? Die Akte Jane. Guckt euch den mal an. Ich meine, wie heißt die alte? Demi Moore? Nein. Demi Moore? Auf jeden Fall cooler Film, habe ich damals im Kino gesehen. Der behandelt ungefähr dasselbe, eine Frau in der Army und sie gibt halt mehr Gas als alle anderen, aber die wird trotzdem behandelt wie ein Stück Dreck. Und sogar noch, wird sogar noch mehr gequält als der Rest. Veranschaulicht das ganz gut, finde ich. Delphi, next to speech. Untertitel wären schön. Was? Der vor? Unheimlich. Behind you. I find you? Gott, bitte nicht irgendwas. Die Puppe ist weg. Nein!
Warum sind Puppen immer böse? Ja, ich weiß, es ist halt was Unschuldiges und man instrumentalisiert es halt immer. Behind you. Ich hab ein Achievement behind you. Leck mich am Arsch. Warum gibt ihr mir so ein Achievement jetzt? Ich will nicht, dass was hinter mir ist. So gemein. Es ist so gemein. Blöden. Hast du das? Weißt du, das ist nämlich genau das, wenn die dir sagen, schau nicht hinter dich. Was machst du? Ja, natürlich schaut man hinter sich. Denk nicht an rosa Elefanten. Sag mal, ihr seid doch bekloppt. Ihr könnt sowas nicht machen. We don't need anyone else to run the switchboards. How about this? Be a doll and take a few photos. There's a morale boost to beat the band. Und jetzt kommt's dazu, was wir gesehen haben schon, ja? At night when I kneel to say my prayers, I rest my elbows on the hope chest you gave me on my 18th birthday. We're going to make a family someday, you and me, you'd said. Jetzt kommt das, was wir gesehen haben, dass sie halt die ganzen Soldaten umbringt, weil... Naja, sie täuscht halt vor, dass sie Sex will und überhaupt und dann, ja, halt Männer am Verwundbarsten. Nicht wahr? Aber hat sie jetzt eigene... Aus dem eigenen Land? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hat sie aus dem eigenen Land die Leute umgebracht oder... Ich kenne mich mit Uniformen nicht so aus, oder waren das jetzt Deutsche oder was auch immer für ein Krieg da gefochten wurde? Ist halt nicht. Noch nicht. Inside that chest are our dreams, Jean. I'm keeping them safe on our end. So you do your duty over there and we'll be right as rain soon enough. I am coming for you. I'm coming. I'm coming for you, Jean. Wieder irgendwo anders. Oh, ich hab's gewusst, der ist gefallen, ja. Ich wusste es einfach. Warum laufe ich immer noch auf Holzdielen? Hold on just a little longer, Jean. I know this isn't real, but the pain sure is. I keep hearing a German man's whisper in the wind. Die Deutschen, ja. After months of trying to decipher something, anything, I heard the word Bosch. Little elbow grease at the library turned up a German dictionary. Bosch means forest. I am coming for you. I'm coming. I'm coming for you, Jean. Bosch heißt doch nicht Wald. Ich überlege gerade, Bosch ist ja eine deutsche Firma, aber da gab es doch auch irgendwas. Funky für eine Scheune. Oh nein. Oh, es geht immer weiter. Das Ding ist so gemein. Das, ist das vielleicht das schlechte Gewissen? Ich will erstmal ganz kurz was schauen noch. Kriegst mich eh nicht. Liegt was. Seht ihr das? Vorne leuchtet was. Hier, pfeift drauf. Pfeift drauf! Was? Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich... Das Spiel macht mich fertig. Crop 1, May 31st. No luck. My mother's victory garden was the talk of the town. I knew gardening wouldn't be my forte. Crop 2, June 5th. One seedling. Sad little thing, didn't make it.
Crop 3, June 30th, not a squash in sight. The dirt looks fine and rich and no rocks, either. What could I be doing wrong? Crop 4, July 7th, last shot, no luck. Nothing will grow here. Wonder how that tree lasted so long. Zwei Gemeinsamkeiten, der Baum und Gärtnerei. Elisha mochte auch Gärtnerei. Und der Baum hatte irgendwas zu bedeuten. Krasse Sache. Leute, ich mache hier Pause. Ja, ihr seid wahrscheinlich jetzt auch so angefixt wie ich. Ich bin gespannt, was noch kommt. Freue mich drauf. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Bewerten. Und einschalten, nicht vergessen, nächstes Mal zu Perception. Macht's gut.